Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Far Cry 6. Ja, oh, ja. Man sollte auch wechseln. Entschuldigung. Okay. Warte. Ich glaube, es sind nicht so viele. Verdammt, er ist nicht hingelaufen. Okay, ich muss hier erstmal loswerden. Ist er noch? Ja, ich sehe ihn. Ja. Ach, verdammt. Wir haben es gerockt! Beste Show aller Zeiten! Moment, ist Thalia wieder am Mikro? Hä? Ei. Ei. Zugabe! Ja. Oh, dann schieß doch mal! Fuck you! Man, lad doch mal schneller nach! Wo ist Puma? Da. Komm mal her. Schneller. Wo? Da. Halt die Klappe. Als wenn mich das interessieren würde, was die Ministerin will. Wenn mich das interessieren würde, dann würden wir den ganzen Spaß hier gar nicht veranstalten. Dani, die Mistkerle haben einen Panzer. Ach, Scheiße. Wo? Scheiße! Ach. Verdammt, der ist nicht nachgeladen gewesen. Hier ist noch jemand? Ach da. Du könntest langsam mal looten, Hund. Wie wär's, wenn du mal looten würdest? Okay. Wo denn? Ach, da kommt noch mehr, ne? Ja, ja. Okay. Ja, ja. Jetzt muss ich gucken. Ach, komm. Okay, hier ist noch mehr jemand. Ah, da. Ja, Boomer. So funktioniert das. Hier ist noch jemand. Ja, da. Ich habe auf die Minimap geguckt, sorry. Okay. Jetzt habe ich auch nicht auf die Zeit geachtet. Ups. Guck mal später mal, wie es läuft. Hey,
Hey Dani, was hältst du davon, wenn wir die Show mit einem Knalleffekt beenden? Woran hattest du denn gedacht? Scheiße, ja. Gefällt euch das, Jana? Maximas Matanzas gibt euch mehr davon. Ah, ja. Weder Castillo noch Magessa bringen uns zum Schweigen. Ja. Ich sehe das Feuerwerk gar nicht. Achso, okay. Sprengen wir jetzt die Villa? Oder was ist geplant? Das machen wir doch mal! Es ist vorbei! Wovon redest du, Paolo? Du hast es Marquesa gezeigt. No tenemos miedo, mi gente no falla. Jetzt denkt sie also, sie wäre so hart wie Libertad? Soll ich nach Amerika fliehen, als wenn ich eine Pussy wäre? Verdammt, Talia, wir könnten dort ein Leben haben. Oh ja, wir lächeln die Yankees an, denen wir die Klos putzen. Lächeln, wenn sie sagen, wir sollen dahin zurück, wo wir herkommen? Sie wollen uns nicht, Paolo. Mein Leben ist hier, im Kampf mit Libertad. Libertad? Libertad will nur unsere Fans. Meinst du, Clara Garcia gibt einen Scheiß auf dich? Mich, Dani? Entspann dich. Jetzt bist du also gegen Libertad? Nach allem, was wir durchgemacht haben, die OPs, deine Familie... Meine OPs! Meine Familie, nicht deine! Das ist nicht mein Krieg! Wenn es vorbei ist, werde ich trotzdem mein Leben lang kämpfen. Hast du etwa vergessen, dass ich eine Transperson in Yara bin? Also rede nicht, als wüsstest du, wie das für mich ist. Ein echter Mann? Haut nicht ab. Ja. Suerte. Das wird schon. Ah, ja. Die kommen klar. Das glaube ich nicht, mi amigo. Na, ich auch nicht. Oh, sorry. Falls es gerade geknistert hat, ich habe vergessen, Stromkabel abzuziehen. Ich hoffe, es knistert nicht. Ah, dann können wir gleich mal gucken, kann ich gleich mal gucken, wie es aussieht. Miss Tilly, ich habe leider nur ein paar Minuten. Dann legen wir los. Hm. Verbringen Sie viel Zeit mit Ihrem Vater? Er ist ein toller Lehrer. Und Ihre Mutter? Que clase de tontería es esta, María? Das ist der amerikanische Stil. Reden wir über Viviro. Ein Krebsmedikament, das Leben auf der ganzen Welt verlängert. Außer in den Vereinigten Staaten. Mein Vater ist im vierten Stadium. Warum lassen Sie Amerikaner warten? Sehr amerikanisch zu erwarten, was einem nicht gehört. Sie ignorieren diplomatische Avancen, selbst versprechen, die Blockade aufzuheben. Das mit Ihrem Vater tut mir leid. Doch Amerika wird warten. So wie alle anderen auch. Gestern wurde Ihr Sender Yara Vision von Rebellen übernommen. Sie verlangten die Befreiung sogenannter Parias aus Viviro-Arbeitslagern. Wird Viviro mittels Sklavenarbeit produziert? Wahrheit oder Lüge? Die Wahrheit natürlich. Yara hat es nicht erfunden. Sklaverei war ihr erstes Geschäft, von 1800 bis 1860. Baumwolle, das Exportgut, von wem angebaut? Ein Augenblick. Sklaven. 4 Millionen Amerikaner mit einem Wert von 3,5 Milliarden Dollar. Ihr wichtigster Wirtschaftsfaktor waren Menschen, die aussahen wie ich. Wie nennt man das? Eine Geschichtsstunde? Einen Vorsprung. Ersetzt durch eine reiche Gefängnisindustrie, die den Insassen Centbeträge bezahlt. Amerika ist nicht allein in... Korrekt. Kinder nähen Kleidung. Handys sind aus Sweatshops und Viviro rettet Millionen Leben. Meinen Sie, es schert diese Leben, woher es kommt? Santos Espinosa richtete ihren Vater während der kommunistischen Revolution 67 hin. Sie wurden mit 13 Jahren verhaftet, als sie so alt waren wie Diego. Wer hat sie unterrichtet? Meine Mutter war eine wunderbare Lehrerin. Sie mussten angeblich 15 Jahre Zwangsarbeit erdulden. Auf den Tabakfeldern. Man sagt, sie hätten die Klinge noch. Wenn Yara zum Paradies wird, wenn ich mein Vivero freigebe, für Amerika. Meine Methoden, Ihre Fragen sind dann egal. Sind wir fertig? Für Ihren Vater. Oh, Diego ist halt auch immer noch super lieb, ne? Er weiß halt, er hat so ein bisschen noch das, was sein Vater verloren gegangen ist. Ne, er weiß halt, auf emotionaler Basis, auf emotionaler Ebene, wie es den Leuten geht. Und kann sich halt reinfühlen, ne? Ach Mensch, der arme Diego. Tut mir irgendwie leid. Ich meine, es ist immer noch sein Vater. Ne, aber trotzdem. Ja, das war klar.
Na? Die Übertragung ist abgebrochen. Was ist passiert? Alles in Ordnung? Nee, alles gut. Gut. Marquesa wird euer Leben ab sofort zur Hölle machen. Ja, ich weiß. Schütze Maximas Matanzas, Dani. Diese Übertragung wurde von Tausenden gehört. Mhm. Bei uns melden sich bereits viele neue Rekruten. Ja. Ich gebe mein Bestes, Clara. Ich alles rede gut. Mit Talia. Vielleicht kann ich Ihnen mit Ihren künstlerischen Differenzen helfen. Ich zähle auf dich, Dani. Genau, ich wollte jetzt eigentlich gerade gucken wegen den Dings, ne? Das hat mich gerade voll aus dem Konzept gebracht, dass da ja gerade diese Übertragung gelaufen ist mit Anton Castillo. Und ja, Sklaverei bleibt trotzdem Sklaverei. Also es wird nicht dadurch gerechtfertigt, dass andere es auch machen. Ne? Ich meine, andere Leute haben auch schon mal andere Leute umgebracht. Deswegen ist es trotzdem nicht gut, andere Leute umzubringen. Ne? Das ist alles so ein bisschen, ne? Der Zweck heiligt nicht alle Mittel. Ne? Das ist halt nun mal so. Und wenn du was falsch machst, dann machst du was falsch. Dann hilft es nicht, dass es andere es auch schon falsch gemacht haben, weil du machst es falsch. So, aber jetzt gucke ich erstmal, ne? Von wegen, wie die Aufnahme lief, weil, wie gesagt, Stromkabel habe ich aus Versehen nicht gezogen. Ja, hört sich wunderbar an. Und wir haben noch eine halbe Stunde ungefähr. Das passt mir ganz gut. Moment. Ja, okay. Ja, ist in Ordnung. Ach, warte mal, ich wollte doch zur KT. Okay. Ja, das machen wir auch noch. Aber nicht jetzt. Ich habe hier oben noch ein bisschen was zu erledigen. Ich würde mal sagen, wir fangen hier oben an und arbeiten uns dann doch nach unten durch, ne? Weil ich meine, wir haben jetzt zwar schon viel gemacht im Süden, aber hier oben waren wir halt noch gar nicht. Ne? Oder? Oder? Ich mache zumindest erstmal da oben die Flak, weil ich glaube, dann haben wir durch die Flak dann auch wieder ein paar Sachen, die freigelegt werden. So war das doch immer, dass wir dann irgendwie gucken konnten, was es alles in der Gegend gibt, wenn wir die Flak irgendwie kaputt gemacht haben, ne? Ja, machen wir mal eben. So, nochmal schnell einen Schluck getrunken. Was? Dani? Okay, ja? Dani, meine beste Freundin. Was? Mein süßes kleines Ferkel. Bitte was? Was? Du, ich, Sekunda, großer Platz, Drinks, jetzt! Nein. Klingt, als hättest du schon vorgelegt. Ja. Komm, was? Jo. Ich komm so schnell es geht. Geh es locker an, Bicho. Ja. Hier drüben. Ja, hier. Und was hast du? Die Armee wirft Vorräte für ihre Truppen an. Mhm. Sieh zu, dass du als Erster dort bist, Dani. Ja, ja. Das findet das Verhalten. Danke. Ich weiß. Sekunda, wo waren das nochmal? Jetzt mal ernsthaft. Ach, da. Ach, hier. Ah, ja. Ah, ja, stimmt, da war ja was. Ach, die sind hier oben, genau. Meine Güte, aber wir gehen noch nicht hin. Das mit den. Mit der Flasche, das kann noch warten. Weil, wie gesagt, ich wollte hier erstmal die Flak machen. Nö. Das hat erstmal Vorrang. So die ganzen Kleinigkeiten halt, ne, zwischendurch. Damit wir dann da, ne, so machen wir wieder ein bisschen was Kleines, also ein bisschen was, ne, und dann gehen wir wieder, auf die Hauptmission, und dann gehen wir wieder auf die Kleinigkeiten, dann haben wir da so einen, zumindest einen kleinen, Ausgleich. Nicht, dass wir dann, gegen Ende dastehen und dann hier, ne, wie in Assassin's Creed dann erstmal alles abgrasen müssen. Nö. Dann läuft das so ein bisschen smoother. Hoffe ich doch. Und wenn es dann halt zwischendurch etwas langweiliger ist als mit der Story. Sorry. Aber wie gesagt, ist halt besser, wenn wir alles mitnehmen. Und ihr kennt mich ja. Hoffe ich. Ich meine, ich habe genug Story-Games gespielt. Beziehungsweise Sachen, in denen man ganz, ganz viel rumlaufen muss, um ganz, ganz viel zu looten. Und dass ich das jedes Mal mache, es sollte mittlerweile durchgeschmart sein. Nö. Ich kenne auch kaum Leute, die da halt wirklich durchlaufen und dann halt nichts mitnehmen. Kann ich auch gar nicht verstehen, wie man einfach nur die Mission machen kann, weil man kriegt ja halt so wenig. Lada, ne? Ich stehe hier vor einer Militärbasis. Ja. Hier habe ich einen Teil meiner Grundausbildung verbracht.
Ah. Dann geh rein. Lade dir Infos runter und hol dir die Vorräte. Okay. Zeig ihnen, was Libertad drauf hat. Wird gemacht. Aha. Dann wissen wir wenigstens schon mal, was wir hier tun können, wenn wir die Flak zerstört haben. Ach, die Flak ist noch ein bisschen weiter entfernt. Oh. Ist was anderes. Das ist was anderes. Scheiße, die meinen es ernst. Ja. Was anderes hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Aber, warte mal. Wir machen doch erstmal die Flak. Die ist noch 400 Meter entfernt. Könntest du mal bitte... Könntest du mal bitte... Bitte nicht gegen... Danke. Ich wollte gerade sagen, bitte nicht dagegen fliegen. Ein Scharfschütze hält Wache. Ja. Was dachtest du? Noch wird er dich nicht abknallen. Ja, ja. Das machen wir gleich. Alles nacheinander. Ne, eins nach dem anderen. Weil, wie gesagt, wir wollen da vorne die Flak mitnehmen. Hätte ich mir nicht denken können, dass wir noch nicht an der Flak sind, aber gut. Oh. Ich bin nur am Spazieren. Wir gehen nur joggen. Ne? Aber da hat sie ihre Grundausbildung verbracht. Aha. Sehr interessant. Naja, wir wissen ja, dass sie einen Grund hat, das Ganze hier zu hassen, ne? Dann machen wir mal die Flak fertig. Ja. Habe ich das jetzt mitgenommen? Hab ich dich. Nö, ich hab dich. Ich glaube, das haben wir schon mitgenommen, ne? Ja. Könntest du mal bitte nicht beiseite schieben? Kann ich ja nicht ansammeln, ne? Ja. Nimm mal auch gleich ihren Lauf beiseite mit, ne? Nimm mal mit. Okay. Haben wir hier noch was liegen? Ach komm, Buma. Du bist viel zu oft am Boden. Man muss auch dazu sagen, ihn zu trainieren, oder auch Chorizo und so, ist wesentlich schwerer als mit Guapo. Ne? Ich hab's schon wieder nicht gemacht. Also, ne, das, was man braucht, um ihn halt zu trainieren. Jetzt muss ich nochmal kurz nachgucken. Was brauchen wir denn noch? Ganz viel, ne? Details bitte. Genau, das brauchen wir noch. Ja. Und das hier. Haben wir noch gar nicht gemacht. Sehr schön. Oder kann man das erst machen, wenn man das erste freigeschaltet hat und dann kommt das nächste und dann kommt das nächste. Also wenn man das hier... Aber doch nicht, ne? Oder? Sollte eigentlich nicht so laufen. Glaube ich. Ich weiß es doch auch nicht. Nee, das ist keine von denen. Die wir hätten markieren können. Ach komm, ich wollte nicht nachladen. Ich wollte das hier mitnehmen. So. Dann kriegen wir da noch was. Hier ist nichts mehr, ne? Okay. Naja gut, so viel ist nicht aufgedeckt. Wie ich jetzt dachte. Aber immerhin ist der Flugraum jetzt hier frei, ne? Ja. Anton Castillo.
Warte mal. Fletsch die Zähne, Bum Bum. Boomer. Immer noch. Immer noch Boomer. Dale, Bum Bum. Was? Wechselposition. Okay. Leg los, Bum Bum. Keine Ahnung, das war wahrscheinlich nicht das Richtige. Lute mal. Nein, hier vorne. Mach schon, Bum Bum. Vorne ist noch jemand. Ja, ich sehe dich. Nimm mal mit. Wo seid ihr denn? Da. Verdammt, dein Panzer! Okay, tschüss. Und, was ist? Dale, Bum Bum! Ich bin weg. Ach, hier wird die Grundausbildung gestartet quasi. Ah, das gehört noch zum Gelände. Bum Bum, komm hierher! Da. Mach schon, Bum Bum! Buma. Komm her. Hopp. Na, komm, Hündchen. Komm her. Ja, gut, er kommt. Warte. Bevor wir hier. Ich weiß, wir haben einen Schalldämpfer. Ich glaube, das ist mir trotzdem erstmal noch lieber. Nö. Nee. Gut, dann nehmen wir mal die Basis hier ein. Gucken wir mal das. Oh Gott, das sind so viele Dings, ne? Ich glaube, ich sehe alleine schon drei, sag schon, Terminals, wo wir den Alarm abschalten müssen. Komm, atme nochmal durch. Okay, das wird schon nichts mehr. Oder doch? Eigentlich hätte ich gleich drauf gehen müssen. Dich sehe ich. Wer kann ich aber gerade nicht markieren. Warte mal. Ich gehe mal hier hoch. Und gut, dass wir hier den Platz freigeräumt haben. Oder auch nicht. So, da ist nämlich... Wahrscheinlich ist der drinne. Scheiße. Ja. Spezialeinheit. Ich habe doch drei hier gesehen. Da ist noch so ein Turm. Hm. Kamera. Ja. Das ist nicht, was ich dachte. Denn da immer? Und da hinten war auch irgendwo noch eins. Schade, dass wir das Ding nicht hacken können, ne? So, einmal so. Na,
machen wir die Kamera. Muss ich mal kurz hier rüber. Na, komm hier. Okay. Da ist eins drin. Genau, da ist der grüne Dings, den ich gesucht habe. Nein, nicht schießen. Eigentlich dürfte er nicht, noch nicht anvisieren. Wir sind noch außerhalb des Gebiets. Oh. Was ist denn Bruma? Achso, ich dachte, hier ist wieder eins. Boomer. Psst. Okay, damit wir da nicht von betroffen werden, wenn wir hier die Dings ausschalten können. Kugelsicherer Alarm. Ach. Das war nicht, was ich anvisiert habe, aber danke. Bestimmt eins von drei, ne? Versucht, Verstärkung zu rufen. Zwei Alarme übrig. Okay, jetzt sehe ich wenigstens wieder, wo das steht. Benzin. Ach, warte mal. Was haben wir denn da? Aber und. Was? Wie habe ich das denn jetzt geschafft? Oder soll ich ihn einfach rumlaufen lassen? Und der markiert dann die Dings. Ich verstehe es nicht. Ich lasse ihn einfach rumlaufen, ne? Wenn das. Wow, so funktioniert. Ich hasse das. So. Wir schleichen gar nicht mehr. Ja. Ach komm. Ja, ja, ein Meter Abstand. Hier war doch auch noch ein Alarm. Einen Alarm werde ich nicht kriegen. Ist hier hinten irgendwo? Kannst du mal bitte lösen? Wo ist er denn? Ach da. Bitte? Ja, das war jetzt nicht so intelligent. Jetzt weiß ich aber wenigstens, wo er ist. Ne, also können wir ihn beim nächsten Mal mitnehmen? Das ist irgendwie... Ja, ne? Ist doch schon mal wenigstens etwas. Würde ich jetzt mal sagen. Haben wir wenigstens schon mal so ein bisschen was erreicht? Glaube ich. Ach komm. Ernsthaft? Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich bin. Ach, hier. Ach so, ja, gut. Moment. Bogen haben wir noch dabei. Der Bogen ist noch da. Okay, ja, hier ist dieser Dings, ne? Ja, hier ist das Dings, Übungsgedöns. Da, hier ist die Zufahrt.
Und da vorne ist, sag schon, der Scharfschütze. Der Scharfschütze, den wir beim letzten Mal mitgenommen haben. Ja. Ich sehe dich, Scharfschütze. Der sieht uns garantiert nicht. Und Gott sei Dank haben wir diesmal mit einem One-Shot durch. Nee. Jetzt gehen wir mal kurz dahin. Ganz schnell. Ja, ja. Treten und so. Ich weiß schon. Die Kamera da muss weg. Ja, ja, ich weiß. Den Rest macht Puma. Geh gucken. Puma, geh gucken. Dale, Bum Bum, dale. Was? Ja. Ich liebe diesen Hund. Ja. Bum Bum, hierher. Was ist denn jetzt? Hier ist keiner. Hier ist niemand. Mensch, Puma. Ist er sich einfach überfahren? Ihr könnt wieder gehen. Hier ist nichts mehr. Der war alleine. Hier ist niemand. Ich will nicht, dass der Alarm losgeht. Tut mir leid für Boomer, aber ja. Wenn sie schnell gehen, dann kann ich ihn retten. Oh, mitten. Das ist mal detailreich. Das war mehr als nur ein Headshot. Wieso kann der Panzer nicht gehen? Ja, komm, lauf. Run. Ja, natürlich. Nehmen wir mal den hier. Sorry, Boomer. Ich hätte gerne eine Fähigkeit noch mehr benutzt, aber... ist momentan etwas schwierig, ne? Ja, ja, ich hab dich gesehen. Ich weiß noch, dass du da bist. Na gut, es sind zwei verschiedene Aussagen. Dass man noch weiß, dass etwas da ist und man es gesehen hat. Der Alarm ist kugelsicher. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Deswegen wollen wir ihn ja so ausschalten. Ich weiß also jetzt auch, wo der andere Alarm ist. Und wo ich hin muss, damit ich ihn ausschalten muss. Gleich mal raus. Ne? Kommen wir nämlich auch von außen rum. Genau. Wer hat mich jetzt beinahe gesehen? Spezialeinheiten. Komm, jo. Ach. Ist ja nur ein Ausbildungslager, ne? Mehr nicht. Hier wollte ich hin. Achso, okay. Ja. Ich habe gedacht, ich könnte das Spiel vielleicht austricksen. Ich muss mal kurz hier runter. Wie gesagt, ich will nicht nochmal gefunden werden, ne? Ich
weiß ja mittlerweile, wo es ist. Ich meine, ich könnte Guapo oder Chorizo rufen. Ja. Aber ich glaube, momentan sind wir besser dran, wenn wir so gehen. Hier war der irgendwo. Warte mal. Ach, verdammt. Nee, warte mal. Der war da vorne. Immer ganz ruhig. Ganz leise. Oh, fuck. Ich hoffe, uns sieht keiner in der Zeit. Die roten Punkte sind zumindest schon mal nicht in der Nähe. Okay. Besser für dich. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich wieder hochkomme, ne? Oh. Ja, aber du kriegst das nicht mehr mit. Doch hier lang. Einmal außenrum. Nö. Okay. Da vorne ist noch eine Kamera. Ich sollte die Kamera da zerstören. Ja. Nicht so effizient, aber man kann auch nicht das Gegenteil behaupten. Ich will jetzt nicht hier rüberspringen. Ah ja. Okay, ich habe ganz bestimmt was gehört. Nein, hast du nicht. Oh, Scheiße, ein Panzer! Hast du mich? Ein Schlüssel, aber wofür? Ja, das erfahren wir gleich. Gut, es lädt. Es lädt. Medizin nehmen wir auch mal mit. Ach, komm mal her. Wie konnte die das sehen? Ich meine, ernsthaft. Oh, liegt es daran? Liegt es an den Sendern Gedüns? Dass sie derzeitig die Fernseher irgendwie... Oder liegt es an den Kameras? Bleib leise. Fertig! Brüll doch nicht so. Versteckst dich. Ja. Ich geh runter! Ja, ja. Na, kommst du rein oder kommst du nicht rein? Haben die überhaupt noch Leute? Außer dem Panzer, meine ich.
nochmal einwerfen. Okay, komm. Und Boomer liegt immer noch da. Komm her, großer. Ja, ja, Mittagspause ist beendet. So. Jetzt können wir auch noch mal ein bisschen mehr mitnehmen. Wenn jetzt noch Leute kommen, kriegen wir die auch so down. Verdammt! Wir brauchen Verstärkung! Ich weiß. Wird nur nichts mehr mit der Verstärkung. Ja, ja, Boomer. Ich weiß. Ach, Boomer. Das war doch gleich klar. Wenn du dagegen was ausrichten könntest. Okay, hier haben wir noch was. Ja, da war ja was. Da war... Warte mal, da liegt doch noch... Da liegt doch noch ein bisschen was. Aha. Benzin ist auch noch da. Stimmt. Was haben wir denn hier? Handschriftliches Geständnis. Vasquez hat recht. Ich bin nicht gut genug für diese Elite-Truppen. Ich bin schwach, weil ich meine Familie beschützt habe. Ich liebe Castillo nicht genug. Ich bin zu dumm, um ein wahrer Jaraner zu sein. Aber ich verschenke mein Leben nicht. Und ich werde mich nicht mehr nachts verprügeln lassen. Und wenn ihr mich nicht aus der Anlage lasst, dann finde ich eine andere Möglichkeit, für immer zu verschwinden. George. Oder Roche. Aha. Wo Roche wohl hingegangen ist? Oder George? Ich glaube eher Roche. Hier gibt es ja so viel. Nein. Einsammeln bitte. Nachladen brauchen wir... Können wir später. Ach, hier ist auch noch was. Da. Hier. Dann haben wir das. Dann haben wir das wenigstens. Okay. Achso, ist schon aus. Ja. Nee, ist... Egal. Hier ist auch noch was? Oder ist das oben? Scheint oben zu sein, ne? Ich meine, hier gibt es ja noch ein Obergeschoss, aber... Komme ich da hoch? Ach. Wie wäre es mal mit einer Leiter benutzen? Hat, ne, noch nie geschadet. Und jetzt habe ich den Greifhaken-Gedöns gesehen. Ja, gut. Hier oben? Noch was? Ach, ein Schlüssel. Ich glaube... Warte mal, nee, doch nicht, ne? Nee, nee, wir haben noch nicht alles. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir haben schon alles, aber nein, wir haben ja noch nicht das abgeschlossene Gedöns. Symbolmäßig, ne? Einmal hier vorne nochmal hin. Wir benutzen die Seilrutsche, weil wir sind cool. Ja, wie der nichts mitbekommen hat, frage ich mich jetzt allerdings auch. Warte mal, ich kann das auch so machen. Oder auch nicht. Okay, warte mal. Machen wir mal so. Ja! Eingenommen! Sehr schön! Und diesmal ganz leise, ne? Also halbwegs leise. Yes! So läuft's. Aha! Naja, zumindest die Ziele wurden erreicht. Also von daher passt das schon.
Nee. Ja. Also Minimum. Rangaufstieg. Was sind wir jetzt? Vorher waren wir ja Colonel. Subkommandante. Du, komm her. Ja, ich komme. Ich bin da. Gebola, wenn du mich fragst, ist Freddy nach seinem Vater der beste Baseballer Yaras. Okay. Aber irgendjemand hat die Ausrüstung seines Vaters gestohlen. Ah, nein. Könntest du der Sache nachgehen? Klar. Muchas gracias. Mach ich. Ah, ich mag die Musik. Das ist einfach coole Musik. Ach hier, wo auch unsere andere Quest ist. Ich verstehe. Die befinden sich alle eher im Süden, ha? Hier müssen wir auch noch hin, ne? Wem die wohl gehört? Gucken wir mal, ne? Aber später. Weil ich nämlich den Part hier beende, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, bye!